stehst du sie auf sich. Mein Frau ist Lehrerin, jeden Tag benotet sie mich. Mein Frau ist Lehrerin, ich bin so sehr verliebt. In der meisten Morgen ist man sie mir kam auf. Eines ist in jedem Fall klar, in der kommenden Schulstunde, meine Damen und Herren und liebe Schülerinnen und Schüler, bleibt das Handy ausgeschalten. Also Flugmodus ist auch möglich. Sie wissen, wischen, wischen, klicken, wischen, 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 durchstrichen es und so weiter. Und dann wieder klicken. Weil, wenn Sie doch erwischt werden, das muss ich natürlich auch dazu sagen, dann wird Ihnen die Herr Lehrerin Markus Hauptmann das Handy abnehmen. Und Ihre Eltern, respektive vielleicht Ihre Erziehungsberechtigten, ich weiß nicht, können es dann bei der nächsten Sprechstunde im September 2019 gern wieder abholen. Und jetzt, meine Damen und Herren, gute Unterhaltung und viel Vergnügen mit Ein echter Lehrer geht nicht unter. Ins Lehrerzimmer und das Kollegium verstummt. Doch dir ist es egal, dass sie über die lästern, weil von gestern noch der Schädel brummt. Der richtige Dreck ist die Kaffeemaschine, ist hier und so wirst du niemals munter. Doch was soll's, egal, es ist alles kein Drama, echter Lehrer geht nicht unter. Pauslich, oder? Okay, bevor es noch ärger wird. Also ich bin gestanden in der Klasse am letzten Schultag und rund um mich die ganzen Abschiedsgeschenke. Lindbonbonär, Milkerherzen, Merci, aber auch süße Sachen. Ich bin ja Diabetiker. Die Eltern wissen das. Da weiß ich am letzten Schultag nie, ist das jetzt eine nette Aufmerksamkeit? Oder ein Anschlag, genau. Brav sein, das ist alles, was ich rock mir mein Verstand. Sie ist in meinem Leben der allergrößte. So, ja, Gratulation, war wirklich ein tolles Stück, eine tolle, wie sagt man da, Kabarett, Comedy, wie kann man sagen? Was machen wir? Kabarett, Musik. Wir machen Kabarett und Comedy. Ich habe keine Ahnung, es ist einfach Ansichtssache. Beruht auf viele einfach Wahrheiten. Einfach lustig. Beruht auf Wahrheiten, ja. In Wahrheit schon, also bei allen dreien eigentlich. Der Heider hat über seinen Job geredet auf Glattauer und wir machen das sowieso ständig. Ja. Wir sind ja eigentlich Kollegen, ne? Wer? Wir zwei. Wir zwei? Du bist Lehrer, ja. Ich war Schüler einmal. Das ist Comedy. Das ist Comedy. Wie fällt so ein Text ein? Ich meine, ist klar, du bist in der Schule, aber ich meine, es sind viele Lehrer in der Schule und denen fordert er ein Kabarett zu machen oder Comedy zu machen. Naja, weil die auch genügsam sind, was die Kohle betrifft. Aber ich muss ein bisschen dazu verdienen. Man dachte, was mache ich jetzt? In der Nacht zur Post hakeln oder das Kabarett spielen? Und Kabarett ist halt dann doch um einiges lukrativer. Und da schreibst du dann quasi während der Konferenz oder unterm Tisch, schreibst mit in dein Handy und dann hast du die Programme auch schon. Wie viele Morddrohungen kriegst du so noch so ein Stück? Bis jetzt noch nicht. Also das nicht. War, aber bitte sende das nicht, weil nicht, dass die leider für den kommen. Nein, aber die Eltern bzw. die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer von der Volksschule, die wissen das ja. Am ersten Schultag, da wuselt sie ja in der Klasse umeinander, oder? Da geht's ja zu, bitte, hallo. Ja, 25 Kinder, 370 Erwachsene. Ja, man muss es sagen, früher hatten die Eltern viele Kinder, heute haben die Kinder viele. Ja. Ja, und ich bin gestanden in der Klasse und kurz bevor ich mich verabschiedet habe in den neunwöchigen Zeitausgleich, da ist mir auf einmal ein Gedanke in den Kopf reingeschossen, ich weiß auch nicht warum, aber der war auf einmal da, nämlich Lehrer lügen nur viel. Die lügen den ganzen Tag. Pass auf, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind mit zu dir kommt, ja, mit einem Aufsatz, der so ein bisschen, sagen wir so ein Mitteldings ist,
Also irgendwie so fegefeuermäßig, nicht ganz Himmel, nicht ganz Hölle, weißt du, irgendwo so dazwischen, weißt du, so nicht Fisch, nicht Fleisch, so ein bisschen nichtssagend, so nichtssagend. Wie vor Adelberg, ungefähr, kann man sagen. Freue mich schon, wenn wir in Dornbirn spielen. Dort sage ich dann eh Klagenfurt. Nein, aber, wie soll man es anders sagen? Keine Ahnung. Oh ja, doch. Ich weiß schon, mein Auto. Was? Mein Auto. Ein bisschen so wie Kia. Kia ist ja irgendwie auch so eine halbfache Geschichte. Nicht? Kia ist also einerseits, boah, schau her, ich habe ein Auto. Andererseits, schieß mir bitte ins Gesicht. Hm? Sag aber, entschuldige, was du nicht an Kia? Ja, weil er nur 3 Liter auf 100 Kilometer braucht. Ja, Öl. Du machst Musik dazu. Ja. Macht ihr die gemeinsam die Texte, die Lieder oder so? Genau, er schreibt die Texte, ich mache die Musik dazu und das hat sich als super Kombination herausgestellt. Ich habe es auch noch für sich nicht nötig, Kabarett zu machen. Ich bin Musiker, ich verdiene Millionen. Insofern. Also, wie die Lehrer. Ja, genau, ja. So ähnlich. Also, ja, es macht verdammt viel Spaß. Wenn du unsere Millionen zusammenlegst, dann haben wir einen Urlaub im Gänsehäufer. Das kann sich. Wobei, das ist auch nicht mehr so günstig. Ja, das stimmt allerdings, das ist richtig. Ja. Was willst du wirklich sagen? Christina hat recht. Vollkommen recht. Gibt niemand, der so recht hat wie sie. Oder? Oder beim Elternsprechtag, ne, der Klassiker. Wissen Sie, Herr Diplompädagoge, also ich glaube, mein Kind ist hochbegabt. Als Lehrer muss man darauf sagen, schön, dass Sie damit zu mir kommen. Reden wir drüber. Hochbegabt, naja, doch, da könnte man durchwegs mal austesten lassen. Was willst du wirklich sagen? Hochbegabt, ah, ich verstehe. Ich habe mir schon gedacht, der ist adoptiert. Ja? Du traust aber immer wieder so ein bisschen Themen aufgreifen, wo manche böse werden können. Zum Beispiel? Naja, mit Bobos, ja, das ist ja auch genau. Ich bin der mit den Bobos, ja, das ist ja auch gefährlich. Das ist ja auch super, das, diese Bobo-Geschichte, das ist ja einfach ein absoluter Bringer. Vor allem das Lustige ist, man muss die Bobos aber auch noch erklären, das ist das Arge. Es gibt Vorstellungen, da hast du die Leute drin sitzen, du sagst das Wort Bobo und die Hütten bricht nieder, ja, und dann so wie heute, ich hab Bobos gekriegt. Kennt ihr irgendwelche Bobos? Nein. Was ist ein Bobo? Das muss ich es erklären. Das ist aber interessant. Und ist auch, das sind wahre Geschichten. Ich sage ja, also diese Bobo-Geschichte vor allem, die ist ja wirklich so passiert. Also jetzt nicht ganz so heftig, aber doch ähnlich. Ja. Also das gibt es ja wirklich. Ja. Dieses Theater, ich sage da auch keinen Namen, weil dann verklagen sie mich. Aber es gibt es, das habe ich erlebt. Ja. Und das war Wahnsinn. Ah, absoluter Wahnsinn. Wobei es interessant ist, weil am Anfang, wie er mich gefragt hat, ob ich ihn unterstützen möchte, musikalisch auf der Bühne, habe ich geglaubt, er übertreibt. Mittlerweile weiß ich, dass er untertreibt. Also es ist teilweise wirklich genauso oder noch ärger, als er es darstellt auf der Bühne. Komplett Infantilus. Weil da wird er wahrscheinlich drauf sagen, und glauben Sie nur, weil Sie studiert haben, sind Sie was Besseres. Ich habe nicht studiert. Ich habe Beta gemacht. Das ist kein Studium. Das ist Poli für Maturanten. Er geht durch Straßenzug gegeben, er hat viel Zeit, er wogelt umeinander, er ist nicht. An der Leine an Rottweiler und der trägt in der Goschen drinnen ein Kindergesicht. Er rempelt jeden nieder, der nicht passt und glaubt's mir, das sind so ziemlich die meisten. Er hat eine Jogginghosen und ein Leiberl vom Discounter, mehr kann er sich nicht leisten. Weiße Geld haben die Jugos, die Türken und überhaupt alle Mohammedaner. Am liebsten da der denen allen ungeniert, es würde oberan. Er ist deppert wie ein Stinger der Fetzen, von Anbeginn schon ein fester Grätzen. Sei Wissen nicht genügend setzen, statt diskutieren immer nur deppert hetzen. Er hat im Leben noch kein Birchel gelesen, und dann Synapsen am Kopf verwesen.
und keine Syrer, keine Libanesen. Bildung war die Antwort gewesen. Tja, Bildung war die Antwort gewesen. Es kann natürlich auch sein, dass noch so ein Kabarett kommt, jetzt die Leute rausgehen und morgen viel genauer schauen. Das werden sie ganz sicher machen, vor allem die Lehrer. Es waren ja doch einige Lehrer da, die ja alle jetzt irgendwie nur überfordert sind in der letzten Woche, weil sie die Zeugnisse umschreiben müssen. Also die haben heute hoffentlich einen lustigen Abend gehabt, weil ab morgen ist die Härte dann wieder voll da. Ja. Es hat mir auch ganz gut gefallen mit dem Kaiser zum Schluss. Kaiser Sebastian. Wobei die Aussicht ja nicht unbedingt beglückend ist. Ne? Naja, das ist. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, von mir aus muss es nicht so enden. Ja? Sagen wir es diplomatisch. Von mir aus kann es auch anders ausgehen. Okay. Wobei eine Kaiserin, Randy Wagner, ist jetzt auch nicht unbedingt. Entschuldigung, ich bin schon ruhig. Ja, nur die Worten kommen durch. Bis jetzt habe ich es Gott sei Dank noch geschafft. Klopfe auf Holz. Ja, jeden Morgen komme ich dann in der Schule an, schweißgebadet, denke mir, boah, jetzt war er der Zigaretten super. Habe aber blöderweise keine eingesteckt, was aber wurscht ist, weil da drüben beim Parkplatz, da stehen zwei Erstklässler, die schnurren wir sicher an. Dann gehe ich hinein in die Schule, öffne die Türe und wie jeden Morgen schalte es mir entgegen, ich habe heute nur keine Lust. Ich mag heute nicht in die Schule. Mag nach heute zu meiner Mama. Ja, willkommen im Lehrerzimmer. In der Anecken hinten, da bereitet sich die ältere Lehrerin aus der 4a aufs heutige Sachunterrichtsthema vor, Sexualkunde. Ich denke mir, na, da wird die Frau Kollegin heute aber viel lernen. Die ältere Kollegin, weißt du, die ist jetzt die Single. Aber total optimistischer Single, war so richtig immer gut drauf. Hey, mein Bett ist immer halb voll. Auf der anderen Seite diskutieren zwar Kollegen, also ich habe das Gefühl, dass die Kinder wirklich jedes Jahr schlechter werden. Ja, stimmt, und heuer sind überhaupt schon die vom nächsten Jahr da. Jetzt. Wie lange hast du gebraucht, dass du das Programm auf die Beine gestellt hast? Das Programm selber, also mit Schreiben und Proben und so weiter, war Schreiben 3-4 Wochen. Probt haben wir dann auch nur mit 3-4 Wochen. Und dann haben wir es noch immer nicht können, dann haben wir es nur mit 3-4 Wochen. Ja, also ungefähr 2 Monate, schätzen wir tiefer. Ja, aber die Vorarbeit ist natürlich andere, weil im Sommer schon schreiben wir die ganzen Sachen auf, die man irgendwo unter dem Jahr notiert hat oder geistig notiert hat. Genau, und dann hast du so einen Spickzettel im Klassenbuch? Nein, gar nicht. Das ist alles Handy. Alles Handy. Ich bin jetzt nämlich sogar drauf gekommen, dass mein Handy auch meine Stimme aufnehmen kann. Also quasi, das kann wirklich. Da kannst du die Stimme, Martin, ist kein Spaß. Da kannst du die Stimme, das rätst du rein und das schreibt mit. Ich habe das nicht gewusst. Diktierfunktion. Ja, ich habe das nicht gewusst. Es ist halt so deppert, weil ja, viele Wörter kennt das Ding nicht. Aber Alexa kennt es nicht. Oder Siri. Hör mal auf mit dem. Ein frustrierender. Ja, schon. Du hast jetzt wieder eine Klasse gehabt, eine erste Klasse hast du jetzt? Nein, also ich bin mit meiner Frau in der Klasse. Mhm. Meine Frau ist die Chefin, so wie es daheim ja, natürlich auch ist, natürlich. Und in der Klasse auch. Also es ist sehr, wir ergänzen uns sehr gut in der Klasse. Okay. Also ich bin so quasi der Bugel, also wie es aus eigentlich. Es ändert sich nichts. Es ist quasi. Was sagen die Kinder dazu? Ah, die trauen sich nichts. Die trauen sich nicht, weil dann ist die Frau Lehrerin böse und ich eh nicht, weil ich bin der Teddybär, das passt schon alles. Anwesend jetzt Vater, Mutter im launigen Gespräch miteinander, in einer Nebenrolle der Lehrer, Englisch, Klassenvorstand. Schau da eher genau an, Mama, der vergund den Buren des Zuwasser nicht. Sein was bitte? Mit dir redet keiner Shakespeare. Haben Sie eben Shakespeare? Ich hab gesagt, mit dir redet keiner. Zuerst machen Sie in der Schule die Kinder fertig, dass sie als ein Nüchtern gar nicht mehr eine trauen. Und dann können auch noch mir anfangen kommen, als hätte man daheim nichts Besseres zu tun, gell Mama? Aber bitte, Alkohol ist. Hab ich gesagt, dass du reden darfst? Ich werde aber sagen, Shakespeare, wenn du deine Schulmilch trinken willst,
trink's, aber lass ihn Buben in Ruhe, solange er sonst nichts anstellt. Und jetzt gehen wir Mama, bevor ich die Kabeln krieg. Was ich sagen will, eigentlich kann man sich als Wiener Pflichtschullehrerin oder Lehrer durch einen Wechsel an eine sogenannte Ausländerschule zwischenmenschlich nur verbessern. Vorausgesetzt, du hast die Fähigkeit zu dekodieren. Snežana, wenn du schon schimpfst, dann schimpf bitte auf Deutsch. Die Gülten ist Türkin und versteht dein Serbisch nicht. Bosnisch, Alter. Okay, dein Bosnisch versteht sie auch nicht. Vor Lehrern, niemand versteht es, sie kann es gar nicht. Sie zu ihrem Kuschalibur, du Mistgeburt. Snežana, zum 100. Mal, es heißt nicht Mistgeburt. Es heißt Missgeburt. Und da, lieber, ich bin eine Lehrerin und kein Lehrer und daher kein Alter, sondern Herr Lehrerin, regen Sie nicht auf, ich weiß eh. Ich sag nur manchmal falsch. Wie lange muss das jetzt, ist er überhaupt schon Kabarett? Boah, Ewigkeiten. Der Heider und ich, wir haben vorher geredet, wir haben beide 97 angefangen. Seit 97 war das erste Programm und ich habe das halt lang gemacht. Mal erfolgreicher, mal ganz unerfolgreich auch. Das hat so gegipfelt im Jahr 2007, wo ich in einem Theater gesessen bin, wo 15 Leute drin waren und 6 in der Pause gegangen sind. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt hörst du auf. Und das, was ich aber dann vor dem Auftritt vom Niki, vom Gattauer gesagt habe, das ist wirklich wahr. Also die Leute haben mich immer wieder angeredet, mach was über Schule, und ich wollte das aber nicht. Ja. Und der Niki war dann wirklich schuld, weil ich habe das Buch gelesen und habe mir gedacht, nein, eigentlich, das müsste ja auf der Bühne auch funktionieren. Und habe dann das erste Programm geschrieben, sie aus der Klassenzimmer, ja, und der Rest ist Geschichte. 2006 im Happelstadion, Robbie Williams Konzert, Wahnsinn, da hat es gekocht. Eine Stimmung, unglaublich. Neben mir, junge Frau, komplett ausgezuckt. So, Robbie, ich will ein Kind von dir, und das T-Shirt aufgerissen. Und ich war schon angefressen, weil es meine Frau war. Aber die anderen alle. Super drauf. Und als Lehrer natürlich bist du immer ein Vorbild. Aus der Rolle kommst du nicht raus. Also, das muss schon auch wirklich sein, auch leben. Ich meine, auf der anderen Seite, das genieße ich auch sehr. Als Lehrer, du bist immer auf der sicheren Seite. Also, wenn wir so Exkursionen machen, Ausflüge, denken wir immer, schau, ganz egal, wie ich mich jetzt aufführe, mich kann keiner heimschicken. Das ist ein sicheres Gefühl. Aber ich bin da selber total nett. Ich habe noch nie, meinen ganzen Dienst, ich habe noch nie einen heimgeschickt, ich habe mal bei einem 4. Klassen-Skikurs eine ganze Gruppe beim Strip-Poker erwischt. Und die gehen so ins Schlafzimmer rein. 5 oder 6 Burschen, alle mehr oder weniger knockert, Mädels wollten keine mitspielen, sie haben es trotzdem durchgezogen. Das ist konsequent. Ja. Wobei man ja sagen muss, in dem Fall, es wird ja der Stoff nie ausgeben. Schule wird es immer geben, Politik wird es auch immer geben. Stimmt. Man kann stehen dazu, wie man will, aber es, also die Show ist vorgegeben. In Wahrheit ja, also in Wahrheit bist du gut bedient mit dem, ja schon. Darum schreiben wir ja so viele Programme. Also wir sind ja eigentlich sehr umtriebig, wir machen ja fast alle 1,5 Jahre ein neues Programm. Wie lange wird es jetzt gemeinsam das schon machen? Dreieinhalb Jahre, glaube ich, ja. Genau. Und wenn du nicht Kabarett machst, was machst du? Also. Ja, er ist wirklich da. Den da rauszukaufen, so einen Also noch bin ich am Burgtheater angestellt, noch bis Ende August. Weil das sind also meinst du, dass du noch der Show nicht mehr angestellt bist? Das hat nicht unmittelbar mit der Show zu tun, nein. Nein, das ist einfach aufgrund der Kultur. Budgetkürzungen, okay. Ist wirklich so, dass das die wegratifiziert wurden, die Verträge. Mhm. Und sonst spiele ich, habe ich die Ehre, mit Größen wie Andy Baum zu spielen oder mit dem Hansi Lang früher gespielt habe oder mit dem Rudi Nemeczek bei Minisex. Spiele ich noch mit Matthias Kempf, Liedermacher, Singer-Songwriter. Gutrufs Erben habe ich im Programm. Also es gibt Fahrt wird er nicht. Nein, Fahrt wird er nicht. Und wer ist der größte Star mit dem Spiel? Leck mich. So lange gebraucht. Dann muss ich sagen, es war wirklich ganz interessant, war eine tolle Sache. Es mir hat auch ganz gut gefallen, dass du eben, wie gesagt, die Lesung reingenommen hast, wobei das eh schon fast Kabarett war. Das war eh schon fast ein bisschen weg von der Lesung. Gell? Und dann natürlich, glaube ich, mit dem Stefan, der war ganz eine tolle Sache. Also ein wirklicher Abend, und ich glaube, es war eine gelungene. Den Leuten hat es, glaube ich, sehr gut gefallen. Ja. Nächstes Jahr wieder. Ja, und wir wünschen euch jetzt für die nächsten Touren. In Dornbirn, da dreht es wirklich auf.
Nein, soweit, den Sprit können wir uns mal nicht leisten für Dornbirn. Es muss auch nicht sein. Ja, muss nicht überhaupt sein. Noch die Ansage. Nach der Ansage dann eher dann vielleicht überhaupt nicht mehr. Wobei in Dornbirn sage ich was anderes. Ja, also, gibt ja andere. Genau. Na, dann wünsche ich euch alles Gute. War ein ganz toller Abend. Hat sehr, sehr schön, gefallen. Dass du da warst. Ja. Definitiv. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Super, großartig. Danke. Wie ich es so gerne nenne zum Vollschaß, der Kasperl im Gänsehäufel. Liebe Kinder, heute um 15 und um 17 Uhr kommt der Kasperl zum Besuch auf die Wiese neben das Wellenbecken. Er bringt mit Heiterkeit, Spaß und gute Laune. Die ersten Beckenansprünge sind verboten, du Arschki. Liebe Kinder, heute um 15 und um 17 Uhr kommt der Kasperl zum Besuch. Und um 15 Uhr sitzen dann die lieben Kinder, ist alle aufgefallen, in der ersten Reihe vom Kinderfreunde Kasperlbus. In der einen Hand Pommes mit Ketchup, in der anderen ein Langosch. Hinter ihnen sitzen ihre Eltern, die alle ausschauen wie menschliche Gasometer. Wo ich mir jedes Mal denke, ich habe gar nicht gewusst, dass Cholesterin auch außerhalb der menschlichen Hülle überlebensfähig ist. Und dann geht's endlich los, Rabuzi Kabuzi, der Kasperl ist da. Hallo Kinder, seid ihr alle da? In der ersten Reihe sitzt der Kevin, nur was glaubst du, mal Sandtepper da? Guck, der Typ in Olam Schell, was? Von hinten schreit seine Mama Chantal nach vorne. Sag mal, Kevin, redst du im Kindergarten auch so schier oder was? Hat irgendwer den Pizzi gesehen? Wo ist denn der Pizzi? In deiner anderen Hand, Wabler. So, jetzt zählen wir bis drei und dann rufen wir alle gemeinsam den Pizzi. Geht schon. Eins, zwei, drei. Pizzi, du Arschloch. Ja, da wünscht man sich dann doch wieder ins Bobo-Theater zurück. Psch, Ukulele. Irgendwas rennt in dem Hirn da verkehrt. Als Gott uns erschuf, ja, da hat er gelebt. Bei irgendwas ist ja doch nicht entgegen. Es war keine Absicht, er wollte was anderes erschaffen. Ich tue, los. Die Giraffen, was? Da reimt sie ja, das reimt sie schon, aber das ist ein Blödsinn, ich mag ganz ehrlich, das Lied ist ja sinnvoll und nicht. Nein, stimmt nicht. Affen, was? Nein. Karaffen. Du, ihr Zeit, mir ist wurscht, also mit denen das Reinlexikon durchgeht. Nein, die Amöben. Genau. Danke schön, Sommer.